Mein Name ist Irmhild Schäfer. Im Stadtmuseum Hattingen stelle ich meine Bilder unter dem Titel Sehen und Wiedersehen aus. Menschen in Bewegung, Tänzer, Dance and feel free. Hier einige Skizzen und Zeichnungen. Das Bild Weitsicht, überwiegend in Rot- und Rosé-Tönen. Und rechts das Bild genannt Die Besucher. Eine Gruppe von Menschen sieht in eine weiter entfernt liegende Richtung und eine Person hat sich losgelöst, hier diese Person, und geht in eine andere Richtung, tut etwas anderes. Wird sie wieder zurückgehen, wissen wir nicht. Hier die Technik, ich lasse Farben verlaufen, nehme natürlich gerne kräftige Farben und habe nicht immer so ganz genau die Konturen angelegt. Mir ist eigentlich das Impulsive, Plötzliche und trotzdem eine Formfindende bei einem Bild sehr wichtig, und dass man auch immer diesen malerischen Prozess miterkennt. Hier diese einzelnen Pinselstriche, dort auch. Und Untergründe lasse ich dann teilweise durchscheinen. Das kann man auch sehr gut an diesem Bild hier erkennen. Man kann hier auf die äußeren Ränder achten, die ich dann teilweise betone. Teilweise aber ziemlich verschwimmen lasse. In dieser Ausstellung gibt es auch einen kleinen Raum, der heißt Family and Friends, und da gehen wir jetzt mal hin. Hier handelt es sich um Ölarbeiten aus früheren Jahren, Porträts von Freunden und Verwandten. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, Frauen. Und hier besonders starke Frauen.